Was machen wir denn hier? Nicht zu viel Farbe drauf, sonst leckt das. Und diese Leckspuren sind ganz schwierig zu reparieren. Den nicht, bitte. Also nicht zu lange alleine noch klappen. Ihr könnt erstmal eine Lage machen und dann warten. Eigentlich muss man länger warten. Und dann wieder rüber. Und dann lecker. Von der Woche, das bewertest du? Ich mache mir sehr viel Spaß. Auch diszipliniertes Arbeiten, also dass wir das auch schaffen, was wir erreichen wollen. Und ja, gute Zusammenarbeit. Das wurde ein bisschen Bammel vor uns. Dass wir uns vermeilen, dass es irgendwie dann doof aussieht oder dass wir es wieder hinkriegen. Das sind Blätterschablonen. Boah, das sind mal richtig. Die sind mehr oder weniger schwierig zu sprühen, das seht ihr schon. Das ist eine einfache. Und hier, wenn man die auf den Rand hält, muss die festgeklebt werden. Wir haben Tesakrepp, so eine Rolle machen von Tesakrepp und diese Fingerchen festkleben auf der Rückseite. Ja, ist weg. Guck. Ja, so lange, wie das bei ihm dauert, dauert das auch mit Hecht. Das ist eine Geduldsfrage, um die Fläche jetzt echt zu füllen. Was ich euch allen erklärt habe, ist nicht in einmal diese Fläche füllen. Die erste Lagefarbe ist ein bisschen durchsichtig, ein bisschen hässlich. Warten, aber dann, und dann nochmal rüber. Anstrengend, aber wir sind sehr weit gekommen, also auch erfolgreich. Der erste Eindruck, genau. Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es ist eigentlich mehr Luxus und Spaß als Arbeit, würde ich jetzt mal so behaupten. Also die Menschen, die damit ihr Geld machen, tun es gut. Ich finde es schön, dass die Schüler, von denen ich es am wenigsten erwartet habe, vielleicht auch aufgrund ihrer produktiven Gruppeneinteilung, so gut mitarbeiten. Zufrieden, die Künstlerin? Ja, sehr. In die weißen Buchstaben kommen jetzt normal Dschungelblätter, damit da grafisch mehr so ein Übergang ist, damit die Buchstaben nicht so ganz lose vor dem Hintergrund stehen. Arthur, was hättest du gemacht, wenn du deine Kindheit zurückgebracht hast? Pause. Pause machen wir echt. Bei diesem Projekt gibt es keine Pause. Haben wir schon lange abgeschafft. Was macht ihr jetzt hier oben, Elvira? Ja, wir sprühen jetzt alles noch ein bisschen dunkler, weil das ist alles noch viel zu hell. Müssen wir noch überall sprühen? Hier?
Jetzt habt ihr hier so schön Regenwald drauf gemalt. Warum macht ihr da jetzt so blöde weiße Linien drüber? Was soll denn das? Also das ist ein Mikrochip. Also der wird noch irgendwie da hinten drauf gemacht. Das soll so ein bisschen symbolisieren, dass für den Regenwald, also dass für die Technik der Regenwald abgeholzt wird. Dafür müsste man einen Regenwald zerstören, um ein iPod zu haben, Notebooks, Laptops, Handys. Aber die meisten wissen ja nicht, dass dafür das Zuhause eines Affen oder so zerstört wird. Yep. Was können wir tun? Wir können recyceln. Ja, genau. Man sollte die Handys recyceln. Das wäre eigentlich das Beste, was man tun. Was zur Folge hat, dass der Regenwald länger stehen bleibt. Das heißt auf Deutsch übersetze, es ist besser zu lieben, ja, als zu also, zerstören. Den Regenwald, also dass wir den auch schätzen eigentlich. Und dass ja auch Tiere, also Lebewesen da leben. Deswegen müssen wir halt auch helfen halt, ne? Das ist wichtig. Ich finde das so geil. Ich finde das Engagement richtig krass von den allen. Dass die sich alle so echt ins Zeug legen. Die Klasse. Stolz sind wir schon darauf, dann zu sagen zu können, dass wir das mit Oro Verde gemacht haben. Mit einer tollen Künstlerin wie Nina. Auf die Eigenkreation, die wir halt selbst gemacht haben, darauf ist man immer besonders stolz. Ich bin irgendwie auch so stolz drauf, so da vorbeizugehen und sagen, naja, das ist meine Schwanger zum Beispiel. Und die Schule hat es richtig gemacht. Und ich würde es immer wieder machen. Also ich empfehlen würde ich es anderen Lehrern aus dem Anfang Grund schon, weil ich finde, dass Schüler ganz oft einfach auch mal andere Dinge machen müssen in der Schule als nur Unterricht. Das Tolle war, dass mit der Zeit die Schüler nicht mehr ihre eigene Schablone, ihre eigene Idee im Kopf hatten oder vordergründig im Kopf hatten, sondern tatsächlich das ganze Kunstwerk. Ich glaube, das ist da.